Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Mira, und wir machen heute ein altes, neues Rezept. Und zwar hat Doro euch ja schon mal vor einiger Zeit gezeigt, wie man Keksteig machen kann, also essbaren Keksteig, Cookie Dough. Und ihr habt ganz viel kommentiert, uns ganz viele Rückmeldungen dazu gegeben und auch Verbesserungsvorschläge, dass wir uns dachten, okay, was soll's, wir machen jetzt einfach nochmal eine Version Cookie Dough 2.0, die verbesserte Variante. Und das auch diesmal mit drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wir machen eine Basis, die ist gleich, und da kommen dann quasi noch verschiedene Zutaten rein, um das Ganze unterschiedlich aufzupeppen. Die Sandy and Beauty hat zum Beispiel gesagt, dass das Mehl auch Salmonellen hat. Das stimmt, das kann sein, weil Mehl auch ein Naturprodukt ist und deswegen auch ganz schnell mal in Kontakt mit tierischen Abfällen oder so kommen kann. Das passiert selten, aber es kann passieren. Und deswegen geht ihr auf Nummer sicher, wenn ihr das Mehl einfach bei 200 Grad für 20 Minuten backt. Das machen wir jetzt auch. Ich verteile das hier einfach auf dem Blech und schiebe das in den Ofen. So, da können wir auch schon weitermachen. Die Butter muss für dieses Rezept wieder geschmolzen werden. Emily hat noch was geschrieben, das viele von euch auch bestätigt haben. Und zwar, dass ihr da viel zu viel Butter drin war und ein bisschen zu wenig Mehl und der Geschmack ihr deswegen zu butterig war. Und deswegen haben wir auch nochmal das Rezept ein bisschen angepasst und die Verhältnisse ein bisschen verändert, damit das jetzt so gut ist. Ihr könnt übrigens auch mal ausprobieren, statt normalem Mehl Mandelmehl oder Kokosmehl zu nehmen. Das ist natürlich dann nicht der Geschmack wie bei einem normalen Keksteig, aber ich stelle mir das eigentlich auch sehr lecker vor. Viele von euch haben auch noch angemerkt, dass der Zucker sich nicht so gut aufgelöst hat. Deswegen geben wir jetzt zu der Butter noch etwas Milch. So. Und da kommt jetzt der Zucker und der braune Zucker rein. Und dann schlagen wir das Ganze eine Weile. Und je länger wir das schlagen, desto besser löst sich der Zucker auf. Also macht das ganz nach dem Gefühl, wie euch das am liebsten ist. Manche mögen ja noch so ein bisschen Crunch drin haben, manche lieber gar nicht. Außerdem haben wir auf Emilys Kommentar hin auch ein bisschen weniger Zucker reingemacht. Und dann schlagen wir das Ganze eine Weile. Vanilleextrakt kann auch schon mal dazu. So, für mich ist das jetzt gut so. Außerdem wurden wir auch gefragt, ob man statt dem braunen Zucker auch einfach nur weißen Zucker nehmen kann. Und klar, das könnt ihr natürlich auch machen. Der braune Zucker ist quasi so eine Art Vorstufe von dem weißen Zucker und schmeckt einfach ein bisschen malziger. Das ist einfach ganz nett, finde ich, so als Geschmacksnote zusätzlich drin. Aber nur mit weißem geht es natürlich auch. Und was das Vanilleextrakt angeht, hat Nox Atzeor, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, auch gefragt, ob man das Ganze ohne Vanilleextrakt machen kann. Und das geht natürlich auch. Das ist einfach nur ein zusätzlicher Geschmack, aber ihr könnt natürlich auch mit anderen Gewürzen ausprobieren. Dann schaue ich mal, was das Mehl macht. Das Mehl ist fertig und jetzt geben wir das nach und nach zu der anderen Mischung dazu. Aber wir sieben es durch ein Sieb, damit es auch schön fein ist. Wir wollen ja drei verschiedene Sorten Cookie Dough machen. Deswegen müssen wir uns den Teig jetzt mal aufteilen. Ich habe hier drei Schüsseln. Vorher mache ich hier noch ein bisschen Platz. So. Und da wird der Teig jetzt gleichmäßig drauf aufgeteilt. Ich mache eine Variante klassisch, also mit Schokoladenstückchen drin, so der klassische Cookie Dough. Und dann mache ich eine Variante mit Pistazien und weißer Schokolade, auch sehr lecker, eher was Edles. Und die dritte Variante, die mache ich mit Marshmallows, so Mini-Marshmallows und Kokos. Ihr könnt das natürlich mit allen möglichen Sachen ausprobieren, also zum Beispiel auch mit Trockenfrüchten oder verschiedensten Nüssen oder so. Schiebe ich ein Stück zurück. Jetzt brauche ich hier mein Schneidebrett, denn die weiße Schokolade muss ja noch gehackt werden. So, das kommt wieder nach hinten. Jetzt brauche ich noch zwei Löffel.
und dann kann es losgehen. Hier, die erste Variante mache ich, wie gesagt, mit Schokochips. Die zweite Variante mit gemahlenen Pistazien, ein paar gehackten Pistazien und der weißen Schokolade. Wenn ich das Grün hier so sehe, dann denke ich, man könnte auch bestimmt eine richtig gute Matcha-Variante machen. Und Nummer 3, da habe ich, wie gesagt, hier diese Kokospaste. Ihr könnt aber natürlich auch einfach Kokosflocken nehmen. Und dann habe ich hier so Mini-Marshmallows, die sind total süß. Ihr könnt aber auch größere Marshmallows zurechtschneiden. Oder man kann auch Streusel nehmen. So, fertig sind 3 wunderbare Sorten Cookie Dough. Die meisten von euch haben gesagt, eigentlich ist der Teig viel zu lecker, um ihn jetzt noch zu formen. Ihr könnt ihn natürlich auch einfach löffeln, keine Frage. Aber fürs Video wollen wir natürlich schon richtig schöne kleine Kugeln daraus machen. Und dafür stellen wir den Teig jetzt erstmal ein bisschen kalt, damit er ein bisschen fester wird und dann können wir besser damit umgehen. Was man auch wunderbar daraus machen kann, sind zum Beispiel so Cake-Pop-mäßige Dinger. Dann nehmt ihr einfach so eine Kugel, steckt die auf so einem Stiel und dann tunkt ihr die nochmal in Schokolade oder so. Auch sehr gut. So, jetzt geht's ans Anrichten. Ich habe dafür hier so süße kleine Becherchen gefunden. So eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Dann nehme ich mir hier so einen Eisportionierer und nehme hier einfach so eine gute Portion von dem Keksteig raus. Man kann natürlich auch einfach Kugeln daraus formen oder das ganz anders machen. Da ist eurer Fantasie wieder mal keine Grenzen gesetzt. Aber ich finde, das macht so eigentlich ganz schön was her. Ja. Könnt ihr noch ein bisschen verzieren, ein bisschen Schokolade oder auch vielleicht mit einer guten Soße oder sowas. Mmh, Schokoladensoße. Ich habe ja auch schon mal ein bisschen genascht und ich muss sagen, dass tatsächlich die Pistazien-Variante echt so einer meiner Favorites ist. Also der Klassiker geht immer, sowieso lecker, aber Pistazie schon so ein bisschen mehr fancy. Und das sind unsere 3 Cookie-Dough-Sorten. Ich hoffe, ich konnte einige eurer Kommentare beantworten. Das Rezept ist super einfach und schnell gemacht und ich freue mich, wenn ihr das mal ausprobiert. Und wenn ihr andere tolle Ideen für Kombinationssorten habt oder so, dann schreibt uns die gerne in die Kommentare. Und ansonsten bis bald und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Bis dann!